Gut. Alle noch wach? Ich merke langsam selbst von mir, dass es die Hitze doch durchschlägt. Also ich hoffe, ich bringe euch jetzt nicht zum Einschlafen, sondern vielleicht noch ein bisschen zum Aufwachen. Ganz kurze Frage vorab oder erstmal so. Mein Name ist Thorsten Simon von BOD. Ich bin da Pressesprecher seit 2013 mittlerweile. Jetzt zum ersten Mal hier auf dem LibCamp und freue mich total. Ich finde, das ist eine klasse Veranstaltung und ist gerade dieser Austausch, den ich jetzt hoffe ich auch gleich hier haben werde mit euch, das ist eigentlich das, was auch am meisten Spaß macht. Vorab nochmal die Frage, wer von euch hat schon ein Buch im Self-Publishing veröffentlicht? Okay. Wer plant das noch? Bitte? Wer plant es? Auch gern zweites? Ja? Okay. Alles klar. Ich möchte einen kleinen Rundumblick geben über all die Stationen, wo man was gut machen kann und wo man vielleicht noch Sachen besser machen kann. Wir können das gerne sehr offen gestalten. Also wenn ihr Fragen habt, meldet euch gleich. Die Suse ist ja da. Wo ist sie jetzt gerade? Da, also, genau, mit dem Mikro. Also von daher gerne reinrufen und dann können wir das auch gerne gleich so besprechen. Genau, klappt das jetzt mit dem? Ja. Warum veröffentlichen eigentlich Autoren im Self-Publishing? Die meisten tatsächlich wegen der Kontrolle. Genau das, was hier Laura Newman sagt. Es ist halt toll, dass man die komplette Kontrolle über den Inhalt hat, über die Gestaltung, aber auch über die Vermarktung entsprechend. Und das ist auch das, was die meisten unserer Autoren uns wiedergeben. Und damit geht halt noch, natürlich noch so ein bisschen die Herausforderung einher, die ihr dann habt, wenn ihr alles machen könnt oder alle Kontrolle habt. Habt ihr natürlich auch alle Möglichkeiten dieser Welt, da was Tolles draus zu machen oder entsprechend, ja, sagen wir mal so, noch Potenzial auszuschöpfen. Mittlerweile gibt es auch immer unterschiedliche Autoren. Viele Blogger entdecken das Self-Publishing auch für sich. Ich weiß nicht, wer kennt Sissi Canciora, typisch Sissi, sind relativ große Booktuberin, hat über 220.000 Abonnenten auf YouTube. Die hat jetzt als neuestes rausgebracht ein Buch, Nur was ich mag. Da hat sie praktisch ihre Inhalte aus dem Blog oder aus ihrem Leben in Buchform gebracht. Und über sie und wie sie das gemacht hat, möchte ich nachher auch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Aber auch viele Autoren, die im Self-Publishing gestartet sind, werden auch immer professioneller. Das ist hier ein Beispiel Sarah Stankewitz, noch eine sehr junge Autorin, Anfang 20. Und sie hat im Januar 2015 ihr erstes Buch herausgebracht, We're Meant to Be Together. Da hat sie noch ohne klassischen Grafiker gearbeitet, ohne Lektorat, sondern halt viel Leidenschaft einfach in das Buch gebracht und diesen Wunsch in sich getragen, ich möchte es gerne rausbringen. Und mittlerweile sieht man auch an ihren folgenden Bänden, da hat sich doch noch eine Menge getan. Also sie arbeitet mittlerweile mit einem klassischen Grafiker zusammen, hat einen Lektor ihres Vertrauens, mit der sie zusammenarbeitet und ist eine unglaublich fleißige Autorin. Ich glaube, annähernd 20 Bücher hat sie jetzt geschrieben in 4 Jahren. Also sie hat schon vorher so einiges in der Schublade gehabt. Aber sie hat einen unglaublichen Ausstoß an Büchern und damit auch einen sehr großen Erfolg bei ihren Lesern. Das ist auch etwas, was ich euch nachher noch kurz erzählen werde, warum das wichtig ist. Eine gute Nachricht am Anfang, Self-Publishing ist heute eigentlich so einfach wie noch nie. Das hat mehrere Gründe. Einmal A, der Professionalisierungsgrund. Es gibt immer mehr Angebote für Self-Publisher, sei es jetzt Freie, die für Autoren im Self-Publishing arbeiten, Grafiker, Lektoren, Korrektoren, Testleser. Es gibt eine Menge Angebote mittlerweile, um seine Bücher zu veröffentlichen im Self-Publishing. Und auch der Buchhandel reagiert immer offener auf Bücher, die aus dem Selbstverlag kommen. Die meisten von euch kennen das ja sozusagen nochmal, aber für die, die es noch nicht so gesehen haben, wie funktioniert es? Es startet natürlich alles mit dem eigenen Buch und dann habt ihr diesen kleinen Kreis hier, der einmal nur mal kurz aufzeigt, wo die ganzen Stellschrauben sind für Self-Publisher oder wo die Herausforderungen liegen, die ihr habt. Also natürlich schreibt ihr, ihr gestaltet, dann ladet ihr das Buch bei der Plattform eures Vertrauens hoch, entscheidet euch für Print oder E-Book, eigentlich beides, das raten wir auch immer. Es geht in die Veröffentlichung zum Leser. Ihr macht die Vermarktung am besten schon parallel und da überall habt ihr natürlich die Möglichkeit, Hand anzulegen. Und da überall gibt es die Möglichkeit natürlich auch Gutes und weniger Gutes zu machen. Und ich möchte das jetzt mal so ein bisschen, diese drei Schritte, das Schreiben, das Veröffentlichen und die Vermarktung, insbesondere die, mit euch durchgehen, was da so die Do's und Don'ts sind. Und wenn ihr da eigene Erfahrungen gemacht habt, gern sagen, dann können wir das auch gern besprechen. Und je nachdem, wie das Aufmerksamkeitslevel ist, habe ich nachher noch eine kleine Aufgabe für euch. Also wer jetzt noch flüchten möchte, hat jetzt die Chance. Ups, das war jetzt falsch. Der Knopf.
Genau, wir wollten bei dem Schreiben und Gestalten anfangen. Ist ein bisschen banal, dieser Tipp, aber ist wichtig. Also schreibt das Buch so gut wie möglich. Das sind jetzt hier mal zwei Beispiele, auch wieder Laura Newman, und das andere ist ein Kochbuch, Eat Cake for Breakfast. Und wichtig ist da für euch, einfach im Vorhinein nochmal klar zu machen, so was kann ich gut, was kann ich weniger gut, wo brauche ich vielleicht Hilfe. Und wenn ich jetzt nicht der beste Grafiker bin, ich beispielsweise kann das so gar nicht, dann bräuchte ich halt idealerweise jemand, der mir das zeigt, oder ich sollte ein Angebot nutzen, wo ich professionell Cover halt herbekomme. Und wenn dann das so ist, dass ihr Hilfe braucht, dann holt euch die entsprechende Hilfe. Ihr könnt zum Beispiel eine Menge Tools nutzen, die es mittlerweile auch gibt. Das ist halt auch etwas, was reingeht in das Thema. Es ist noch nie so einfach wie heute. Es gibt beispielsweise Schreibtools. Ich weiß nicht, wer sie schon mal gehört hat. Scrivener und Papyrus. Wer kennt die von euch? Doch, so ein. Alles klar. Wer nutzt sie auch? Alles klar. Wer nutzt Scrivener? Das ist jetzt ein bisschen Armübung hier. Nicht einschlafen. Wer nutzt Papyrus? Alles klar. Ja, super. Dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Für die, die es nicht kennen, die helfen, also abgesehen davon, dass sie einem natürlich, dass es gute Schreibtools sind, helfen sie einem manchmal auch so in Sachen Motivationsgründen. Ab und zu klang das hier auch schon an in den anderen Sessions. Scrivener beispielsweise hat eine sehr cleane Oberfläche. Da wird man gar nicht groß abgelenkt, sondern man hat wirklich seine weiße Seite und kann die befüllen, und man kann sich darüber auch dann motivieren, indem man Ziele einträgt. So, ich möchte mein Buch bis dato rausgebracht haben und so viele Anschläge muss ich bis dato gemacht haben, und das pusht einen dann auch manchmal. Das kann man auch ganz gut dafür nutzen. Ich drücke immer den falschen Knopf. Cover, ganz wichtig. Mag jetzt auch ein bisschen banal sein, aber kann man nicht laut genug sagen. Also es gibt einfach eine Menge tolle Bücher, die einfach kein tolles Cover haben, obwohl es der Inhalt verdient hätte. Und viele machen gerade am Anfang noch den Fehler zu sagen, okay, ich habe hier einen tollen Schnappschuss, den nutze ich dann für mein Cover und lade das hoch. Es gibt auch Templates bei den einzelnen Plattformen, wir bieten sowas auch an, aber auch andere, wo man eigene Bilder reinfügen kann. Das mag für manche durchaus okay sein, wenn ich sozusagen wirklich eher nur von meinen Freunden habe, oder es ist etwas, was ich gar nicht so den Anspruch habe, dass es möglichst viele Leser erreichen soll. Aber wenn ich den Anspruch habe, ich möchte in die Konkurrenz gehen mit klassischen Verlagstiteln, brauche ich jetzt ein gutes Cover. Und da gibt es mittlerweile auch viele Möglichkeiten. Ihr könnt, das ist jetzt hier so ein kleiner halber Screenshot von der Seite von 99 Designs. Ich weiß nicht, wer sie es von euch kennt. Da könnt ihr sozusagen Grafiker pitchen lassen, um euer Cover. Kostet, meine ich, ab 279 Euro so ungefähr. Wo dann ihr eure Vorstellung angeben könnt, was ihr gern hättet, und dann können Grafiker ihre Vorschläge einreichen und ihr entscheidet euch dann für einen. Es gibt aber auch viele freie Grafiker mittlerweile, und wenn ihr halt euch ein Cover erstellen lasst, müsst ihr so mit Kosten beim Grafiker so ab 200, 250 Euro rechnen. Das kann auch gerne mal ein bisschen höher sein, aber das nur mal im Hinterkopf, das sind so ungefähre Kosten, die da auf einen zukommen. Die sind aber gut angelegt. Wichtig ist da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr selbstkritisch drauf guckt, die Cover müssen natürlich auch funktionieren im kleinen Format. Die meisten Buchverkäufe werdet ihr über online haben, also über die klassischen großen Online-Shops, Thalia.de, Amazon, Hugendubel, wen es da nicht alles gibt. Und ich als Leser muss halt auch in diesem kleinen Format dieser Vorschau gleich ein spannendes Cover erkennen können. Das heißt, nicht zu kleinteilig werden, macht nicht zu viele Informationen in das Cover rein, seid da durchaus ein bisschen plakativ. Achso, das ist jetzt nochmal so ein kleines Tool, was wir auch nochmal anbieten. Da könnt ihr auch einfach mal vergleichen. Das ist eigentlich auch so ein Tipp, den man immer jedem geben kann, wenn ihr eine Vorstellung habt, wie euer Buch werden soll. Greift in euer eigenes Buchregal, zieht das Buch raus, wo ihr sagt, das ist eigentlich ein Cover, das finde ich total toll, und legt das mal einfach neben euer Buch. Das ist nichts anderes als dieses Tool, was es hier so gibt. Das könnt ihr bei uns machen. Da könnt ihr einfach in dieses Feld da euer Cover reinziehen und dann vergleichen nach Genre. Denn das, die Bücher, die man da so sieht im Umscharfen, das sind Bestseller von verschiedenen Online-Shops. Ihr könnt das, ihr könnt den klassischen Buchhandel da auswählen oder online. Und dann habt ihr einfach mal so nach Genre, das ist jetzt Fantasy und Science-Fiction, könnt ihr einfach mal euer Buch dagegen halten und sagen, okay, das passt. Das ist so ein kleiner Hausfrauentest, den man nochmal machen kann. Wichtig dabei natürlich, das habt ihr alles auch schon gehört, Bild- und Urheberrechte beachten. Ganz wichtig, wenn ihr also Bildmaterial nutzt, auch für den Innenteil nachher, da lieber zweimal drauf gucken, bevor ihr da einen Fehler macht, der böse einen auf die Füße fallen kann. Dann ein Tipp, der sich eigentlich aus dem, was ich eben gesagt habe, schon heraus erschließt. Baut, wenn ihr möglichst erfolgreich sein wollt, ein festes Team um euch auf. Habt einen Lektor eures Vertrauens, habt einen Grafiker, einen Korrektor, Testleser oder auch den Grafiker entsprechend.
Das machen eigentlich alle erfolgreichen Self-Publisher, sei es jetzt Poppy J. Anderson oder wen es nicht da alles von den ganz Großen mittlerweile gibt. Die haben halt feste Teams, die dann auch wissen, wie der Autor tickt, wo es einfach eine gut geschmierte Zusammenarbeit gibt. Und das ist dann auch wichtig, da komme ich später nochmal drauf. Als Self-Publisher müsst ihr auch für Nachschub sorgen. Und wenn ihr dann ein gut funktioniertes Team habt, dann spart ihr schon eine Menge Zeit. Das ist sehr entscheidend darüber, wenn ihr gerade im Genrebereich nachher Bücher veröffentlichen möchtet. Beim Lektor natürlich am besten mal so ein Probelektorat machen. Das ist ohnehin immer ein bisschen sensibel. Da muss man schauen, dass es auch ein Vertrauensverhältnis ist. Das tauchte hier schon eben, ich war vorhin mal bei dem Thema Content Marketing oben in der Session und da wurde es auch besprochen, ich weiß nicht, ob einer von euch auch schon dabei war, ganz wichtig, ihr müsst wissen, für wen ihr schreibt. Das ist eigentlich so das A und O, auch nachher für eure Vermarktung, und ein Tipp, den ihr da verwenden könnt, ist wirklich aus dem zielgruppenorientierten Marketing, also sogenannte Personas, genau, du hattest das auch erzählt. Macht euch so eine Vita am besten. Wie sieht euer Leser aus? Wenn ihr jetzt angebt, meine Leser sind alle, das ist keine Zielgruppe. Das hilft nicht. Also da könnt ihr dann auch kein vernünftiges Marketing drauf aufbauen, sondern macht es so plastisch wie möglich. Schreibt euch auf, also okay, meine Leser, das ist, die sind weiblich, die sind 40 bis 50, vielleicht alleinstehende Frauen, erfolgreich im Job, unglücklich in der Liebe, ihre Hobbys sind Reisen, Sport. Familienstand ist ledig, welche Ziele hat diese Person? Und davon könnt ihr mal so 2, 3 machen, das sind dann so wirklich eure spitze Zielgruppe und da könnt ihr dann auch entsprechend eure Marketingmaßnahmen, die ihr später dann für euer Buch auch umsetzen wollt, davon ableiten. Das ist wichtig, wo eure Leser auch am Ende sind. Es bringt nichts, wenn ihr viel Geld und Zeit in Marketing investiert und ihr sprecht die vollkommen falsche Zielgruppe an. So funktioniert es auch bei Bestsellern, also auch so ein Harry Potter beispielsweise, auch wenn den viele lesen, auch wenn ihn jetzt nicht nur junge Leute lesen, sondern auch Erwachsene, das hat sich aber eher aus dem Boom ergeben. Die eigentliche klassische Zielgruppe von Harry Potter sind Kinder, ist ein Jugendbuch. Und wichtig dabei dann auch für euch, welche Emotionen will ich wecken. Das sind auch wichtige Themen, die dann einfließen beispielsweise in den Klappentext, der auch immer ganz gern vergessen wird. Das ist ein unglaublich wichtiges Tool für euch, um Leser zu erreichen. Das ist neben dem Cover halt das, was ein Leser als erstes von eurem Buch mitbekommt. Und da müsst ihr euren Klappentext beispielsweise ganz genau auf diese Zielgruppe dann hin schreiben. Also euer Sprachstil sollte natürlich dem angepasst sein. Wenn ich jetzt ein Jugendbuch habe, bringt es nicht, wenn ich so hochgestochen schreibe, obwohl ich es könnte, aber dann versteht es meine Zielgruppe nicht. Und genauso muss halt entsprechend auch euer Klappentext und natürlich auch der Inhalt aufgebaut sein. Genau, das sage ich gerade, passt euer Buch der Zielgruppe an. Unterschätzt den Klappentext nicht und erkennt, wo ihr eure Leser findet. Also jetzt mal beispielsweise aus der Pressearbeit gesprochen, wenn ich jetzt diese Persona, meine Zielgruppe der 40- bis 50-jährigen erfolgreichen Geschäftsfrau habe, die vielleicht gern reist, dann wüsste ich auch, okay, welche Magazine liest sie beispielsweise. Müsste ich dann bei der Pressearbeit anknüpfen, um meine Zielgruppe auch entsprechend zu erreichen. Aber auch beispielsweise im Social-Media-Bereich. Wenn ich eine sehr junge Zielgruppe habe, die werden weniger jetzt über Facebook unterwegs sein, sondern die sind halt stärker bei Instagram oder bei Snapchat unterwegs. Also gerade die 14- bis 13-Jährigen, wenn man mit denen spricht, da nutzen die wenigsten Facebook. Das ist für die mittlerweile ein bisschen oldschool, weil die Eltern da unterwegs sind. Das sagte ich dann halt entsprechend. Stimmt eure Marketingmaßnahmen auf eure Zielgruppe ab. Was ich mir nochmal hier notiert hatte, ich weiß nicht, wer kennt von euch Wattpad? Okay, hat da ja auch schon jemand von euch mal was geschrieben? Okay, sehr ungewöhnliche Wattpad-Autorengruppe hiervon. Also normalerweise ist Wattpad eine sogenannte Social Writing Community. Das heißt, da gehe ich als Autor, kann ich darauf gehen und was schreiben, meine Texte schreiben, meistens in Kurzform und kriege unmittelbares Feedback von meinen Lesern. Und viele Autoren starten da dann auch. Also es ist für euch auch mal eine Übungsfrage, wenn ihr Zielgruppen mal das Feedback von denen haben wollt, auf Wattpad entsprechend was schreiben, dann bekommt ihr da unmittelbares Feedback eurer Leser, die euch dann wirklich eilig auch antworten, das ist toll, das möchte ich gerne mehr haben. Da ist auch viel Fanfiction unterwegs, also wer in dem Bereich auch schreibt, der wird auf Wattpad glücklich sein. Dann, das habe ich eben schon mal so ein bisschen angesprochen, hängt jetzt ein bisschen davon ab, was er schreibt natürlich. Also im Sachbuch muss jetzt nicht gleich sofort der Teil 2 von veganes Thermomix-Kochen kommen. Wobei, das ist gerade mega Trend, also wenn ihr es macht, super. Sondern gerade in der Genre-Literatur funktionieren halt Serien im Self-Publishing unglaublich gut. Romance-Bereich, Krimi, Science-Fiction, Fantasy.
Und da ist es wichtig, wenn ihr startet oder gerade euer erstes Buch da habt und eure ersten Leser an euch bindet, die das toll finden, die sind unglaublich ungeduldig. Die wollen am liebsten gleich morgen Teil 2 haben. Das ist jetzt ein bisschen arg unrealistisch, aber haltet sie bei der Stange. Lasst sie nicht zu lange warten, macht es bitte nicht wie er hier. Das ist, da drehe ich durch. Ich habe auch aufgehört, die zu lesen, die neuen Bücher, weil ich sage, ich warte, bis er fertig ist und dann lese ich alles nochmal. Also bitte jetzt nicht 3-4 Jahre warten, bis Band 2 kommt, sondern das klingt jetzt ein bisschen hart, aber bei der Genre-Literatur ist es beispielsweise 3-4 Monate. Das ist ein sehr sportlicher Zeitplan. Das kriegen die erfolgreichen Autoren noch hin. Das muss jetzt nicht der Anspruch für euch alle sein, sondern nur, dass ihr es mal gehört habt, wenn es die ganz erfolgreichen, die Autoren wie halt eine Poppy J. Anderson oder auch jetzt hier beispielsweise eine Sarah Sachs, die war mit diesem Buch King of Chicago Anfang des Jahres auf der Bild-Bestsellerliste Platz 1 und hat dann innerhalb von 4 Monaten Band 2 auch hinterhergeschossen. Bei Genre-Literatur wie jetzt dieser Romance, das schreibt sich ja durchaus auch anders. Das ist ja durchaus ist so ein bisschen Telenovela. Also das ist etwas, was man als Leser auch konsumiert. Das ist jetzt nichts, was mich als Leser auch groß überraschen soll, sondern ich möchte einfach einen Feel-Good-Roman haben. Und dafür sind diese Romane genau richtig. Und entsprechend lassen sie sich dann vielleicht auch zum gewissen Teil einfacher schreiben als jetzt andere Literatur. Aber es ist ein sportliches Vorhaben und da hilft es dann halt wiederum, das feste, gute Team um sich herum zu haben, das einen da natürlich auch unterstützt. Und wenn ihr jetzt überlegt, gerade zu starten mit eurem Buch, dann guckt halt, ob ihr Teil 2 vielleicht schon angefangen habt oder dass es entsprechend in eurem Zeitplan schon so angelegt ist, dass es nicht zu lange dauert. Ja, da vorne. Suse! Danke. Test. Herzlichen Dank. So, meine Frage wäre, und zwar, Sie sagen hier, dass jetzt bei diesem genannten Titel das Ganze relativ schnell produziert wurde und Sie sagen eben auch, dass der Anspruch der Literatur jetzt nicht ganz so hoch ist. Angenommen, ich möchte anspruchsvolle Literatur konzipieren, konstruieren, schreiben und damit entsprechend auch viel Zeit aufwenden. Was kann man sich da ungefähr an Zeit erlauben? Ab wann wird das Ganze ein Problem, wenn man zu lange schreibt? Sie haben doch sicher Statistiken oder dergleichen. Hoffe ich zumindest. Ich will das jetzt auch gar nicht abgewertet wissen. Ne? Also, es gibt Nein, Tour, es geht nur darum, Tour B, sondern es ist ein Unterschied, ob man Science Fiction schreibt oder ob man, wie Sie es nannten, Telenovela schreibt. Genau, also der Leser anders. So. Der möchte halt auch, wenn er jetzt Science Fiction ist, ja, jetzt sehen wir uns gerade nicht so, Science Fiction will ich ja auch gerne die Fortsetzung haben. Ich darf nicht zu weit aus der Kamera, sonst kriege ich Ärger, genau. das heißt, wenn ich jetzt auch, Science Fiction funktioniert ja auch so wunderbar als Serien. Die meisten sind ja tatsächlich auch Serientitel. Und da möchte ich als Leser jetzt auch nicht unbedingt ein Jahr warten, bis der neue Titel rauskommt. Das können sich Verlage durchaus mal erlauben, weil entsprechende Marketingkraft auch durchaus dahinter steckt. Wenn ich jetzt allein auf mich gestellt bin, mache ich es mir dadurch eigentlich nur schwerer, sage ich mal. Aber es gibt ja jetzt kein Patentrezept. Ich würde nur sagen, so ein halbes Jahr, das könnte nochmal so eine Grenze sein. Das hängt aber wirklich auch ein bisschen davon ab, Science Fiction, welche Maßnahmen habe ich und nutze ich, um meine Leser während dieser Wartezeit bei der Stange zu halten? Öffne ich vielleicht auch mal Kurzgeschichten oder ein kurzes Prequel oder in welcher Art und Weise? Also reichere ich mein Universum, was ich da erschaffen habe, weiter an und kann meinen Lesern was bieten, dass die mich nicht auch vergessen? Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Da ist ein Titel rausgekommen, den fand ich toll. Aber in der Zwischenzeit lese ich jetzt wieder 100 andere Bücher und dann vergesse ich vielleicht diesen Autor wieder. Also da ist es eher auch so eine Marketingaufgabe, die dann der Autor hat, in dem Falle du. Was kann ich meinen Leser bieten, um bei der Stange zu halten? Da gehen wir auch gleich noch ein bisschen drauf, welche Möglichkeiten man da so hat. Dann zum Thema Veröffentlichen. Was gibt es noch Fragen zum Thema Schreiben oder Gestalten, Anmerkungen? Ja. Also ich würde das Thema ganz gerne nochmal anreißen, weil dieses 3-4 Monate Veröffentlichen, auch als Leser muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag einen Simon Beckett, der sich 1,5-2 Jahre Zeit nimmt, weil die Bücher immer gleich gut sind. Mhm. Und 9 Monate bis 12 ist ja, glaube ich, eher so ein bisschen, sagen wir mal, im Verlag so eine normale Zeitraum. Und ich sage, den Büchern würde es gut tun, wenn sie eher noch ein halbes Jahr länger manchmal sind. Aber es ist halt echt so eine Geschichte. Muss ich mich jetzt da, die sind wahrscheinlich jetzt kürzer, das sind jetzt keine 500, 600 Seiten Bücher. Mhm.
Genre-Literatur, Thriller, Krimis und so weiter, gelten da andere Regelungen? Oder? Der größte Unterschied ist tatsächlich, den du gerade eben auch gesagt hast, Verlagstitel ungefähr ein Jahr und selbst das ist durchaus für Verlage schnelles Tempo. Mhm. Gelten aber durchaus andere Mechanismen. Wenn ich als Self-Publisher jetzt auf mich allein gestellt bin in meiner Vermarktung, dann sollte ich jede Möglichkeit nutzen, um Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit bei meiner Leserzielgruppe zu erhalten und zu erreichen. Und da ist halt eine wichtige Möglichkeit, einfach für weiteren Content zu sorgen. Das ist jetzt keine Verpflichtung, diese drei Monate. Das ist halt wirklich, das ist... Jetzt ist jetzt wieder da. Das sind vor allem wirklich auch die Autoren, die im Romance-Bereich arbeiten. Und es sind stark auch die Autoren, die wirklich das zum Anspruch haben, ich möchte damit mein Geld verdienen. Also es ist wirklich mein Beruf, meine Berufung, diese Bücher zu schreiben. Und Autoren, wenn sie nicht gerade in Simon Beckett sind, eher unbekannt, haben dann auch eher die Problematik, dass sie von ihrem Schreiben nicht leben können. Das fließt ja dann auch nochmal mit rein. Also es ist jetzt keine Verpflichtung, aber sollte eine Möglichkeit sein für euch, einfach das im Hinterkopf zu behalten, arbeitet an der Fortsetzung. Also es sei denn, es ist überhaupt keine Serie, dann könnt ihr auch ein bisschen warten. Aber generell, wenn ihr Leser für euch gewonnen habt und die sagen, Mensch, dieser Autor, der interessiert mich, dann hätte ich gern auch Band 2 oder einen neuen Band in Kürze von diesem Autor. Okay. Zum Thema Veröffentlichen. Macht euch schlau, also so wie hier. Schaut nach, was gibt es alles mittlerweile für Möglichkeiten. Habt keine Angst zu fragen und wisst vor allem auch, was ihr wollt. Also mittlerweile gibt es ja eine Menge Möglichkeiten im Self-Publishing zu veröffentlichen. Da gibt es ein paar Grundannahmen oder ein paar Grundfragen, die ihr euch stellen müsst. Das eine ist einmal alles aus einer Hand versus möglichst viel allein machen. Also alles aus einer Hand, gehe ich zu einer Plattform, lade da mein Buch hoch und die machen sozusagen vom Vertrieblichen her alles und ich bin dann auch bei dieser einen Plattform. Oder gehe ich in das andere Extrem und kaufe mir eine eigene ISBN, trage mein Buch selbst ins VLB ein, bei den Barsortimentern und mache wirklich die komplette Logistik selbst. Das gibt's auch, ist aber entsprechend mehr Aufwand für den Autor. Und da gibt's halt auch dazwischen nochmal ein paar Unterschiede. Gehe ich mit meinem E-Book zu dem einen Anbieter und mit meinem Printbuch zum anderen. Also schaut einfach, welche Möglichkeiten ihr habt und da gibt es von jeder Plattform Vor- und Nachteile und aber eigentlich für jeden Autor genau das Richtige. Nur, dass man sich einmal im Vorfeld da schlau macht. Genauso das Thema Exklusivität versus überall erhältlich. Es gibt momentan so die Tendenz im Self-Publishing, Autoren möglichst exklusiv für die eigene Plattform zu gewinnen. Das heißt, dass man nur noch auf dieser Plattform seinen Titel veröffentlichen darf und dann beispielsweise das E-Book nicht mehr woanders. Das kann man zum Teil noch umgehen. Da gibt es Möglichkeiten, indem man bei einigen Programmen einfach nicht teilnimmt beispielsweise. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Wenn man sich exklusiv an jemanden bindet, dann hat der natürlich wiederum mehr Möglichkeiten, mit euren Titeln etwas zu machen, entsprechend für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Wenn ihr überall erhältlich seid, hat der Leser von euch natürlich den Vorteil, wenn ich bei einigen Plattformen einfach nicht kaufen möchte, dann kann ich mein Buch auch über den stationären Buchhandel bestellen beispielsweise oder bei anderen Plattformen. Da vorne ist eine Frage. Entschuldigung, einmal nochmal bitte. Ja. Ja, das geht. Also die Auflage müsste bei uns gedruckt werden. Das ist sozusagen unser exklusives Vertriebsrecht, was wir uns dann geben lassen. Aber wir bieten das ja auch an, dass du dann bei uns deine Bücher drucken lassen kannst, auch in kleinerer Auflage und dann direkt Vertrieb machen kannst. Genau. Nee, genau. Ja. Die Frage war genau für die Kamera nochmal, ob man eigene Bücher bei uns auch veröffentlichen kann und woanders in Auflage drucken kann, um sie zu verkaufen. Und das geht nicht. Informiert euch über den Buchhandel. Hier gab es ja auch noch eine Session, ich weiß, die kommt, glaube ich, noch, über das Barsortiment oder war die schon? War da jemand? Die war schon, okay. War da jemand drin von euch? Ja. Dann für die ist es nichts Neues, aber, oder genau, richtig gemacht, informiert euch über das Barsortiment. Wie funktioniert der Buchhandel? Also das ist auch etwas, was wir immer wieder sehen, dass viele Autoren im Self-Publishing den Wunsch natürlich in sich tragen, dass das Buch überall erhältlich sein soll. Am besten auch gleich, wenn ich in meine lokale Buchhandlung reingehe oder bei Thalia auf dem Tisch ganz vorne.
Das wünscht sich aber eigentlich jedes Buch, also oder jeder Autor. Und um überhaupt da die Grundlagen für zu schaffen, gibt es ein paar Sachen, die man bedenken muss. Da spielen solche Sachen dann halt rein, wie ISBN, dass mein Buch natürlich entsprechend im VLB, im Verzeichnis lieferbarer Bücher, gelistet sein muss. Dass darüber hinaus ist beim Barsortiment, das sind so die Libri, KNV, Umbreit gelistet ist, also darüber, wo denn auch der klassische Buchhandel die Bücher bestellt, das sind diese grauen Wannen oder blauen Wannen, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die ja schon mal gesehen, oder wenn ihr zum Buchhändler eures Vertrauens geht und das Buch ist nicht gerade im Sortiment vor Ort, dann kann der Buchhändler das bestellen, am nächsten Tag ist es da. Das ist sozusagen, und das, was da im Hintergrund passiert, das macht das Barsortiment für den Buchhändler, und der rechnet dann auch alles mit dem Barsortiment ab. Also der ganz klassische Weg, der halt auch bei Verlagstiteln so läuft, bieten mittlerweile auch Plattformen an für Self-Publishing-Dienste. Dann nochmal der Hinweis, DKZV, wer kennt das von euch? Einer, zwei, drei, doch ein paar. Also Druckkostenzuschussverlage. Sensibles Thema. Hintergrund ist hier, Self-Publishing boomt und mittlerweile versuchen dann auch Druckkostenzuschussverlage auf diesem Zug aufzuspringen und nennen sich dann einfach Self-Publishing. Verlangen aber von euch trotzdem eine Kostenbeteiligung beispielsweise bei den gedruckten Exemplaren. Also auch da macht euch schlau, schaut genau hin, fragt auch andere Autoren, wie seriös ist dieser Anbieter, gebe ich meine Rechte dort ab und muss ich tatsächlich mich an der Veröffentlichung beteiligen, bei dem Druck der Bücher beispielsweise. Nur, dass ihr es auch schon mal gehört habt. Metadaten ist ein bisschen trockenes Thema, aber für euch als Autoren sehr wichtig, weil ihr damit für Auffindbarkeit und Sichtbarkeit sorgen könnt. Wer kennt Metadaten? Es wird eine lustige Fragerunde hier. Okay, doch so einige. Also Metadaten sind nichts anderes als Katalogdaten. Das sind Daten, die euer Buch beschreiben. Dazu gehört der Titel, dazu gehört die ISBN, dazu gehört der Autorenname, der Klappentext, die Autorenvita. Dazu gehören aber auch solche Dinge wie Schlagworte und Keywords, die ihr verteilen könnt. Im Onlinehandel, der vorwiegend euer Vertriebskanal ist, habt ich als Leser natürlich keinen Buchhändler, zu dem ich gehen kann und sagen, Mensch, ich hätte gern einen Science-Fiction-Titel, ich mag diesen Autor, was in diese Richtung, und dann empfiehlt mir mein Buchhändler etwas. Das machen die ja, und das ist das Tolle ja daran. Im Online, wenn ich bei Amazon oder Thalia auf die Seite gehe, habe ich das nicht. Da gehe ich über die Suche. Und entsprechend kommt jetzt wieder euer Wissen über eure Leser rein und über euer Buch natürlich. Wenn ich weiß, meine 40-jährige Plus-Leserin liest gern humorvolle Bücher für Frauen ab 40, dann sollte ich das in meine Metadaten unterbringen. Und zwar nicht einfach nur vielleicht mit dem Schlagwort Humor, sondern humorvolles Buch für Frauen. Das kann dann beispielsweise im Klappentext sein, das kann vielleicht auch im Titel versteckt sein. Am besten, ihr macht euch dann mal so eine Setlist, so eine Keywordlist mit den Schlagworten, wo ihr meint, eure Leser suchen danach genau eure Bücher oder euer Buch in diese Richtung. Und diese Daten verteilt ihr dann auf eure Schlagworte, auf eure Metadaten, also in den Titel vielleicht, in den Untertitel. Und das Wichtigste muss möglichst in den Titel rein. Und mit abfallender Wichtigkeit geht das dann runter bis in den Klappentext beispielsweise. Bei Sachbüchern ist es natürlich dann ganz wichtig, entsprechend, dass ihr die Keywords halt habt. Worum geht's? Thermomix, vegan beispielsweise, um diesen Trend zu bedienen, oder Paleo-Ernährung oder dergleichen. Das muss natürlich entsprechend dann idealerweise im Titel sein. Ich habe hier mal so ein Beispiel mitgenommen von einer Autorin, die das sehr kreativ gemacht hat. Das ist die Hannah Sommer. Die hat ein Work-and-Travel-Handbuch geschrieben über Australien. Also ihre Zielgruppe sind junge Menschen, die gerade den Schulabschluss gemacht haben und danach ein Jahr nach Australien, Neuseeland in die Welt gehen, um da Work-and-Travel zu machen. Und sie hat halt Schlagworte hinterlegt, die jetzt nicht in den im Titel oder sowas sind, sondern das sind halt Schlagworte, die ihr als Katalogdaten hinterlegen könnt, auf die Online-Seiten zurückgreifen. Die sind nicht sichtbar, sondern die sind halt zum Titel hinterlegt und greifen halt bei Suchanfragen. Und sie hat natürlich so die Klassiker genommen, die jetzt beispielsweise nicht im Titel sind. Das sollen sie nämlich auch nicht sein. Also wenn ich jetzt Titel habe Work and Travel, muss ich kein Schlagwort Work and Travel haben, sondern weil das schon sozusagen in den Metadaten schon drin ist, sondern sie hat dann sowas wie Reiseführer da drin gehabt, Weltreise, Backpacking. Aber sie hat auch Abiturtrainer gemacht. Warum? Weil sie ihre Zielgruppe kannte. Das waren jetzt junge Leser, die halt kurz vorm Abitur standen und die ja bei Amazon, Thalia, Hugendubel dann nach Abiturtrainer geguckt haben. Also Bücher, die sie aufs Abitur vorbereiten. Und das könnt ihr auch mal gerne nachschauen, wenn ihr auf Amazon guckt. Auf Seite 1 taucht dieses Buch auf. Unter all diesen Abiturtrainern. Das heißt, ich habe einen Reiseführer jetzt in diese Suchliste untergebracht, der keine Konkurrenz hat.
und meine Zielgruppe auf ein Interessensgebiet anstößt, was ich vielleicht erst übermorgen habe, aber dann natürlich jetzt schon zugreife, weil ich sage, wow, cool, das ist ein Buch, was ein Thema anschreibt, Thema betrifft, was mich zukünftig interessiert, und dann kann ich mich schon mal jetzt informieren, wie funktioniert's. Das kann man auch weiter tragen. Es gibt so Katzenkrimis ganz erfolgreich durchaus auch. Und wir haben Autoren, die machen dann sowas wie Kratzbaum als Schlagbaum. Wenn ich als Katzenfreund Kratzbaum suche, dann taucht auf einmal dieser Katzenkrimi zwischen diesen Suchergebnissen bei Amazon auf. Und wer Katzenliebhaber ist, der liest vielleicht auch Katzenbücher. Das kann man auch bei Pferdebüchern. Also einfach ein bisschen kreativ um die Ecke denken beim Thema Schlagworte. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Dann Vermarktung, die große Herausforderung im Self-Publishing. Es ist also sportlich. Also die Herausforderung muss man einfach kennen. Von nichts kommt nichts. Wenn ich ein Buch im Self-Publishing veröffentliche, bin ich nicht nur mein eigener Autor, sondern ich bin natürlich auch mein Verleger. Und ich muss dann für mich trommeln. Entsprechend sprecht über euch und euer Buch. Und zwar so viel wie möglich. Unterschätzt das nicht. Am Ende ist es ungefähr 50-50 zwischen Schreiben und der Vermarktung. Das hängt nur mal ein bisschen natürlich von der Phase ab, wo ihr gerade seid. Zum Buchstart entsprechend natürlich mehr. Wenn das nächste in Vorbereitung ist, dann werdet ihr wieder mehr schreiben. Aber wichtig da ist natürlich, startet nicht erst zur Buchveröffentlichung. Habt schon während des Schreibens euren Marketingplan zur Hand auf Grundlage eurer Zielgruppe. Überlegt euch, macht euch einen Zeitplan, so wann mache ich was. Vieles braucht Vorbereitungszeit, sei es die Pressearbeit. Ihr könnt über Social Media schon eine Community aufbauen, frühzeitig. Über Facebook, Instagram, Twitter, was es nicht alles mittlerweile gibt, auch YouTube. Um schon mal einen Grundstock an Interessenten zu haben, die dann bei Erscheinen auf euer Buch zugreifen können. Entwickelt eine unverwechselbare Autorenmarke. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass ihr das übertreibt. Also wir haben, die machen das ganz toll. Wir haben Autoren, die unter Pseudonym veröffentlichen, und das ist eine richtige Kunstgestalt. Die ist aber authentisch in ihrer Art und Weise. Das kann man auch machen. Aber wichtig ist halt, habt eine einheitliche Formsprache beispielsweise. Corporate Identity, wie das so schön im Marketing Deutsch heißt. Also tretet einheitlich auf. Ich zeige euch das gleich auch mal, wie das im Detail aussieht, also am Beispiel von Laura Newman. Habt eine einheitliche Formsprache bei eurer Website, bei euren Social Media Kanälen, bei euren Covern entsprechend, dass ich als Leser auch idealerweise gleich sehe, ah, okay, das ist dieser Autor, wunderbar, da greife ich zu, da weiß ich, was mich auch erwartet. Und das zieht ihr dann halt durch, weil, wie gesagt, der Website, die Pflicht ist. Also eine professionelle Website ist klingt banal, aber es gibt mittlerweile immer noch ganz viele furchtbare Websites da draußen, und da verschenkt man so viel. Das ist meistens die erste Anlaufstation, wenn ich als Leser einfach mal über Google nach gewissen Themen suche. Und genau da ist halt auch etwas, wo ihr gut ansetzen könnt. Besetzt Themen. Self-Publishing ist super, um auch Nischen zu besetzen beispielsweise. Sei es jetzt thematisch gesehen bei Ratgebern, aber natürlich auch Nischen im belletristischen Bereich. Und präsentiert euch als solcher. Und ihr könnt halt über eure Website diese Kompetenz auch entsprechend nach vorne stellen und regelmäßig neuen Content liefern. Das ist auch ein bisschen das, was ich meinte vorhin mit Leser bei der Stange halten. Also liefert, habt vielleicht einen Blog dort und lasst eure Leser am Entstehungsprozess, eurem Kreativprozess teilhaben. Wenn ihr Science-Fiction schreibt, bringt da auch mal News aus der Science-Fiction. Ich weiß nicht, Hard Science-Fiction, also wenn ihr so Themen besetzt, wo es wirklich so, der Marsianer beispielsweise, ist ja so Hard Science-Fiction, wo es wirklich wissenschaftlich erläuterbare Welt ist. Das ist keine Fantasie, da läuft kein Warp-Antrieb rum, sondern das ist wirklich Physik, die da erläutert wird. Könnt ihr auch entsprechende Fakten und Neuigkeiten auf eurem Blog posten. Also zieht die Leser zu euch und haltet sie bei der Stange. Und geht in den Dialog. Das ist jetzt ja das Beispiel, was ich zeigen wollte mit Laura, die dann über verschiedenste Kanäle kommuniziert, sei es Twitter, Facebook, Instagram oder YouTube, aber überall halt einen sehr einheitlichen Auftritt hat. Und jetzt da bewirbt sie halt überall ihr neuestes Buch, This New World. Und so sollte man es eigentlich dann auch machen entsprechend. Also nutzt die Kanäle natürlich auch effektiv, die euch zur Verfügung stehen. Und bei den Lesern bei der Stange halten, ganz wichtig, nutzt Newsletter. Das ist eigentlich so mit eins der effektivsten Instrumente, die ihr für die Vermarktung haben könnt, weil ihr genau das erreicht. Ihr zieht Leser zu euch auf die Seite, ihr bindet sie und ihr setzt Kaufimpulse, wenn das nächste Buch ansteht. Versand ungefähr 3 bis 4 Wochen, nicht zu oft, nicht zu wenig. Da gibt es so keine ganz goldene Regel, aber das ist ungefähr für euch nochmal so ein Anhaltspunkt.
und bietet echt einen Mehrwert. Hier auch nochmal Beispiel Sarah Sachs. Sie hat sogar zwei Newsletter. Sie hat ein Newsletter für Leser und einen für Blogger. Und für beide bietet sie andere Mehrwerte. Die Leser lässt sie stärker teilhaben an ihrem Kreativprozess, lässt auch mal vielleicht ein paar Einblicke in ihr Privatleben zu, liefert aber auch sonst Contents über das neue Cover, über Gewinnspiele, die sie da startet. Also Dinge, die vielleicht die Leser auch entsprechend interessieren. Und bei den Bloggern ist es so, die wissen schon vorab, wenn ein neues Buch da ist, schon vor den Lesern. Sie gibt ihnen dann entsprechende Informationen zum Buch und macht Rezensionsgewinnspiele, dass man sich bewerben kann für eine entsprechende Rezensionsexemplare. Die sind dann auch handsigniert. Also da schafft sie auch entsprechende Mehrwerte, um die Follower zu bekommen. Und natürlich muss dann entsprechend der Newsletter auch auf der Seite gut platziert sein, sodass ich gleich mich entsprechend eintragen kann. Und auch da gibt es Mailchimp beispielsweise, Programme, die kostenlos sind, bis Mailchimp, glaube ich, bis 2000 Nutzer, die ihr dann entsprechend auch nutzen könnt. Buchpreis, wichtiges Thema. Wenn ihr jetzt noch unsicher seid, was euer Buch kosten soll, also im Zweifel ist es auch immer so, eigentlich müsste mein Buch 1 Million Mark, deutsche Mark am besten, genau, Euro oder Dollar kosten. Also eigentlich ist es unbezahlbar, weil es so mein Baby ist, mein Schatz und ich gebe es jetzt raus und wie soll man sowas bemessen? Orientiert euch da an anderen Autoren, die erfolgreich in diesem Genre unterwegs sind. Im Self-Publishing definiert sich natürlich der Buchpreis im Print über das Buch selbst, also wie sind die Herstellungskosten, ist es ein Farbbuch, ist es reines Schwarz-Weiß, wie ist das Format, das werden euch die Plattformen dann entsprechend mehr oder minder vorgeben und empfehlen. Beim E-Book seid ihr komplett frei und da ist es halt ganz abhängig davon, in welchem Genre ihr euch bewegt. Und mittlerweile gibt es auch eine Tendenz, dass die Bücher eher wieder ein bisschen teurer werden. Es war eine ganze Zeit lang so, dass die Bücher bei 1,49 vielleicht sogar regulär waren, 1,99. Da gibt es momentan so eine langsame Tendenz, dass sie entsprechend auch teurer werden, was auch vollkommen okay ist und dem angepasst, weil sie auch entsprechend professioneller werden. Preisaktion. Gerade zum Start, wenn ihr eure Lesergruppe aufbaut, sind Aktionspreise ein wichtiges Mittel, um einfach eine Sichtbarkeit zu bekommen. Hintergrund ist da, durch günstige Preise entsprechend Incentive-Käufer anzustoßen und dann über die Rankings Sichtbarkeit zu erzielen. Das hilft natürlich nur, wenn meine Leser oder meine potenziellen Leser auch wissen, dass mein Buch gerade vergünstigt da ist. Also 99 Cent ist dann meistens so dieser klassische Aktionspreis. Das heißt, nutzt entsprechende Plattformen, um auf eure Aktionen auch aufmerksam zu machen. Eure natürlich, Social Media und Newsletter beispielsweise, aber auch so große Seiten wie lesen.net oder xtme.de, die bieten entsprechende Verteiler, wo man seine Bücher bewerben kann. Und da startet idealerweise bei den kleineren. Wichtig ist, ihr braucht erstmal erste Leserstimmen auf den großen Plattformen wie Amazon. Wenn ich als Leser jetzt weiß, okay, 99 Cent kostet mich das Buch trotzdem, aber da ist noch keine einzelne Rezension, keine 4-5-Sterne-Rezension, dann greife ich da meistens nicht zu. Also bevor ihr wirklich in die Vollen geht, sollte das Buch schon 5-10 positive Rezensionsstimmen auf den wichtigen Plattformen entsprechend haben. Genau, das sagte ich. Jetzt die Frage, ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr. Wie ist die Lage bei euch? Wollen wir ein bisschen brainstormen, schauen, wie eure Werbeaktion aussieht oder soll ich einfach euch nochmal eine zeigen, die ganz gut gelungen ist, wie von der Sissi Canciora hier. Wie ist die Lage? Ja, das wär so ein Best Practice, wo man mal sieht, wie kann man es machen. Soll ich einfach mal damit starten, dann können wir sonst gerne nochmal in die Diskussion gehen. Also Sissi, wie gesagt, ist eine Booktuberin. Aber nicht nur Booktube, sondern macht auch viel Lifestyle und sagt von sich selbst, dass sie shopping-süchtig war. Sie hat halt also unfassbar viel gekauft und irgendwann platzte die Bude fast aus allen Nähten mit den ganzen Sachen, die sie hatte. Und dann hat sie da mal angefangen, für sich so eine Methodik zu finden, wie kann sie ihren Haushalt entrümpeln und sich nur noch von allen Dingen trennen, die sie nicht mag. Und so heißt dann auch ihr Buch, Nur was ich mag. Das ist jetzt nicht so ganz klassisch der Minimalismus-Gedanke, der bei ihr dahinter steht, sondern es geht wirklich darum, Dinge zu haben, mit denen man sich gerne umgibt. Und vielleicht kriegt man auch mit während dieser Entrümpelungsphase, dass einem einige Dinge fehlen, dann ist es auch vollkommen okay, das nachzukaufen. Also das ist so ihr Eingangsprinzip. Und da hat sie dann entsprechend auch einen Hashtag zu entwickelt, um eine Sichtbarkeit zu haben und hat als erstes eine Landingpage gebaut, die auch nur was ich mag.de heißt. Das machen auch viele Autoren, auch Laura beispielsweise, dass sie einmal natürlich eine eigene Autorenseite haben, aber auch für ihre Buchreihen eigene Seite. Und das hat auch Sissi gemacht und die Seite ist online gegangen Anfang des Jahres.
Und da hat sich schon entsprechend Blogartikel draufgestellt, regelmäßig so, was passiert jetzt hier gerade, warum lohnt sich das für mich als Leser dieser Seite zu folgen. Sie hat es natürlich entsprechend auch über Social Media Kanäle geteilt und startete dann ungefähr 4 bis 5 Monate später mit der eigentlichen Buchveröffentlichung auch ihre Vermarktungskampagne. Und zwar hat sie eine Challenge gestartet, die Nur macht sich Markt Challenge. Und da geht sie gemeinsam mit ihren Lesern dieses Prinzip Nur was ich mag durch. Und zwar veröffentlicht sie Videos auf YouTube, wo sie dann diese einzelnen Kapitel, die es hier gibt, es gibt, ich glaube, 35 Stück sind das Steps, die hier erklärt werden im Buch. Das ist nicht das komplette Buch, sondern das ist nur ein Teil des Ganzen. Aber das umfasst dann so Themengebiete wie, was haben wir hier alles, Decken, Bettwäsche und Handtücher, Handtaschen, Razzia, Schuhe, Schmuck, Uhren und Sonnenbrillen, Beinbekleidung. Und für die, die das Buch noch nicht haben, hat sie dann auch ein entsprechendes, so eine Checklist gemacht, die sie dann, die man auch downloaden kann, wo ich dann als Interessierter mit ihr dann durchgehen kann, wie das eine, den eigenen Haushalt zu entrümpeln. Das hat sie dann entsprechend gepostet und mit der Aufforderung hinterlegt, bitte macht Vorher-Nachher-Bilder. Wie sieht es mit euren Erfolgsmeldungen aus? Und da kam natürlich vieles Tolles zurück, was man dann entsprechend auch auf ihrer Seite sehen konnte. Das hat sie dann auf ihren Kanälen geteilt. Sie hat ihre Leser gebunden, weil sie ein gemeinsames Erlebnis geschaffen hat. Also eine starke Identifikation ihrer Fans mit ihr als Autorin. Und diese Vorher-Nachher-Bilder kann man dann entsprechend auf ihrer Seite sehen. Das rechts ist so ein Instagram-Feed, den sie eingebunden hat auf ihrer Seite. Und links sieht man mal so eine Twitter-Auswahl, wo sie dann natürlich entsprechend auch eine große Reichweite erzielen konnte, um auch neue Leser auf dieses Nur was ich mag Buch von ihr aufmerksam zu machen. Also das ist eine gute Möglichkeit, einfach mal zu sehen, was kann ich machen, um eine Sichtbarkeit in Social Media für mein eigenes Buch zu bekommen. Das war jetzt eine ganze Menge. Ich meine, im Endeffekt das wichtigste To-Do für euch oder das wichtigste Do ist eigentlich das hier, also lebt eure Leidenschaft aus und wisst, was ihr da macht und dann kann eigentlich auch nicht mehr so viel schief gehen. Habt ihr Fragen nach dieser eingehenden Monologrunde? Ja, hier vorne. Eine Frage hätte ich. Macht es Sinn, ein Summary vorab, bevor ich das Buch veröffentlichen will, zur Verfügung zu stellen? Weil dadurch kann ich natürlich potenzielle Leser natürlich auch für mich gewinnen. Klar, also ja, macht Sinn. Also man muss jetzt nicht eine Inhaltsangabe machen, ein Summary, sondern man kann halt wirklich mit dem ersten Kapitel vielleicht oder man kann auch eine Geschichte rund um die Hauptgeschichte nochmal veröffentlichen, sozusagen ein Prequel, sagte ich ja vorhin schon beispielsweise. Das macht Sinn auf jeden Fall, um jetzt schon mal die ersten Leser, wenn ich jetzt weiß, mein Buch kommt jetzt beispielsweise zur Frankfurter Buchmesse jetzt im Oktober raus, ich habe jetzt schon meine Website, ich habe jetzt schon angefangen mit Social Media, dann kann ich beispielsweise über meinen Newsletter auch mal so Einzelkapitel, einzelne Einblicke in meine Themenwelt oder die Charaktere, die ich da habe, bieten. Auf jeden Fall macht Sinn, ja. Weitere Fragen? Ja, weiter Weg für Susan. Es ist ja auch immer so ein bisschen diese Diskussion, inwieweit sich auch die traditionellen Verlage auf dieses E-Book-Geschäft einlassen und auch Mechanismen, die beim Self-Publishing hier vorhanden sind, wie beispielsweise diese Kampagnen bei ihren Autoren quasi verwenden. Und was ich halt ganz spannend fände, ist, wie seht ihr das? Also es ist ja auch mal so dieses Ding, dass im Self-Publishing hauptsächlich Unterhaltungsliteratur vertrieben wird. Und wie ist das da? Würdet ihr sagen, es ist irgendwie absehbar, dass auch E-Literatur oder höherwertige Literatur sich auf diesen Online-Kanälen behaupten kann? Da schwingt jetzt viel mit. Also einmal, Self-Publishing ist nicht nur Genre-Literatur. Also wir haben ganz viele erfolgreiche Autoren, auch im Sachbuchbereich beispielsweise, im Ratgeberbereich. Viele Trends kommen auch aus dem Self-Publishing. Ich habe vorhin immer so ein bisschen fast von diesem veganen Thermomix beispielsweise erzählt. Das ist eine Nische, die stark aus dem Self-Publishing gekommen ist und jetzt halt aufgegriffen wird von klassischen Verlagen. Mittlerweile gibt es ja auch große Magazine, die sich um diese Thermomixe gerade reißen. Ja, natürlich, die Entwicklung geht dahin. Also Verlage lernen mittlerweile auch stark von Autoren im Self-Publishing. Genau diese Leserbindung beispielsweise.
ich hatte auf dem Self-Publishing Day dazu ein bisschen was auch erzählt, so Trends im Self-Publishing und was Autoren, das kann man, wenn man in die USA beispielsweise guckt, sieht man da das auch ganz gut. Die sind ja so vielleicht 3-4 Jahre vor unserer Zeit, was das Selbstverlegen betrifft. Und beispielsweise beim Thema Events ist es so, da laden sich die Autoren schon so stark als Autorenmarke auf, dass sie eigene Events machen. Hier ist es oftmals so, dass es gibt Genre-Events, beispielsweise die Love Letter Convention in Berlin. Da geht es halt ganz stark um das Romance-Thema. Da reagieren Verlage mittlerweile drauf und machen eigene Shows. Die Lit Love ist da ein Beispiel von Random House, die sozusagen diese Themen dann auch versuchen selbst zu besetzen, um die Kontrolle auch über diese Events dann zu haben. Und in den USA ist es soweit, dass die Romance-Autoren schon eigene Convention starten. Also die professionalisieren sich da entsprechend auch weiter. Und durch diese Professionalisierung ist es einfach auch so, dass die Grenzen durchlässiger werden. Also es gibt genauso die Entwicklung jetzt hin vom Self-Publishing in den Verlag, als genauso rum zurück von den Verlagsautoren, die im Self-Publishing veröffentlicht werden. Also das sogenannte Hybridautoren, dieser furchtbare Begriff. Aber da werden die Grenzen durchlässiger und genauso ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch entsprechend diese von dir genannte höherwertige Literatur entsprechende Aufmerksamkeit bekommt im Self-Publishing. Die ist schon da, die ist nur nicht so leicht zu finden, weil halt viele Leser tatsächlich sich erstmal von der Genre-Literatur angesprochen fühlen. Die hat natürlich dann entsprechend höhere Sichtbarkeit, gerade auch was die Bestsellerlisten im E-Book-Bereich betrifft, ja. Ah. Ja, weil es ist ja auch so, wenn man jetzt wirklich sehr progressive Stoffe beispielsweise hätte, dann könnte man die ja auch mit sehr interessanten Marketingkampagnen eben vertreiben bzw. bewerben. Und das hat ja so ein bisschen was Subversives, Guerilla-mäßiges. Weil große Kritik ist ja auch am regulären Literaturbetrieb, dass eben nichts Neues quasi, also nichts wirklich Bewegendes, Literaturbewegendes quasi mehr entsteht im normalen Betrieb. Und das wäre ja eigentlich schon so eine, also eine Möglichkeit, wieder diese Strukturen aufzubrechen. Also die Möglichkeit hast du natürlich auf jeden Fall im Self-Publishing dadurch, dass du die komplette Kontrolle hast. Also du entscheidest ja was du in welcher Form veröffentlichen möchtest. Dann ist es halt endlich der Leser, der darüber entscheidet, wie erfolgreich wird es werden. Also wenn du dann natürlich das Ganze unterstützt durch eine kreative Aktion, Marketing, sagtest du, mach es. Bin gespannt. Gibt es weitere Fragen? Oder gibt es von euch Beispiele von guten Marketingaktionen, die ihr vielleicht teilen wollt, die ihr gesehen habt, wo ihr sagt, wow, ja, davon kann man lernen, das sollte man auf jeden Fall machen. Okay, das ist jetzt wie im Unterricht. Ich gucke so lange jeden Einzelnen an, bis sich einer meldet. Oder ich sag einfach, du. Nein, okay. Sonst, ich weiß nicht, wie sieht es mit der Zeit aus? Bisschen haben wir, glaube ich, noch. Viertel nach ist gerade. Ja, viel Zeit ist nicht mehr. Ach so. Habt ihr sonst noch Fragen? Ansonsten würde ich mich jetzt einfach bedanken für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch, das hatte ich ja gesagt und nicht gezeigt anscheinend. Wenn ihr noch Fragen habt, ich bin natürlich noch auch morgen hier und ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns über diese Seiten hier entsprechend zu kontaktieren. Ich würde mich freuen, wenn wir hier nochmal im Rahmen des Litcamps in den Kontakt treten und uns austauschen. Ansonsten vielen, vielen Dank und weiter viel Spaß hier. Danke euch.